ich bin in erster Linie beschäftigt mit der Beratung von Menschen in allen Lebenssituationen. Und der zweite Bereich wäre dann Wirtschaftsastrologie. Es gibt ja ein Horoskop auch für eine Firma. Und der dritte Bereich ist dann in meinem Fall die Leitung einer Schule, einer astrologischen Schule, wo eben in einem Diplomlehrgang, der etwa 2,5 Jahre dauert, meine Schüler so weit gebracht werden, dass sie später auch verantwortungsbewusst und kompetent Menschen beraten können. Mein Instrument ist die klassische Astrologie, verbunden mit ganzheitlicher Astrologie und auch noch aus der Familientherapie, weil ich ja auch mit Aufstellungen arbeite und hier sozusagen diese beiden Bereiche verknüpfe. Spaß macht immer die Arbeit mit Menschen. Ja, man hat also hier mit den unterschiedlichsten Charakteren zu tun und es tut immer sehr gut zu sehen, wenn jemand hier hereinkommt und es geht ihm nicht gut, dass er dann doch mit einem Lächeln wieder hinausgehen kann. Was wir natürlich versuchen über die Kammer ist zum einen Aufklärungsarbeit gegenüber den Laien. Es geht auch darum, Standards zu schaffen, damit jemand, der also jetzt eine astrologische Beratung machen möchte, eben über die Kammer sich informieren kann, was einen guten Astrologen ausmacht, was der können muss und dass auch Menschen, die Astrologie lernen wollen, sehen, also was macht eine gute Ausbildung aus.